Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich bin Flex, schön, dass ihr da seid. Ja, es soll weitergehen heute noch ein bisschen im Sumpf an unserem Baumhaus. Zwei Folgen haben wir daran schon fleißig gearbeitet. Ein bisschen habe ich jetzt auch noch offscreen was gemacht. So ein paar Sachen, die wir letzte Folge schon angefangen haben und die ich gesagt habe, was ich sie vorbereiten möchte, wie uns da drüben schon mal eine kleine Schmelze und ein Kohlemeiler aufgebaut und aus der Umgebung so ein bisschen Metall gesammelt hier. Von hier ein bisschen Kupfer und Zinn hier rüber getragen. Sieht weit aus, als es ist. Und hier vorne aus dieser einen Krypta, die hier am nächsten bei uns dran steht, habe ich ein bisschen Eisen rausgeholt. Da brauchte ich auch gar nicht weit reingehen. Zwei Schritte und in dem ersten Raum, ohne dass ich überhaupt einen Schlammhaufen zerhauen musste, standen drei Kisten und die hatten alle Eisen drin. Deswegen haben wir da jetzt schon mal ein bisschen was. Und ich habe auch ein bisschen was an unserem Baumhaus noch gemacht. Und zwar habe ich den umlaufenden Balkon soweit fertiggestellt. Das war ein bisschen schwierig. Und auch ein kleines überstehendes Dach angebracht. Und deswegen habe ich das jetzt so gelassen, weil ich das jetzt nicht nochmal abreißen wollte, um das mit euch zusammen nochmal irgendwie zu bauen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Gibt unserem Haus auf jeden Fall einen richtig, richtig coolen, richtig tollen Look. Wie ich finde, sieht dadurch ein bisschen aus wie, nicht mehr so ganz wie ein Ewok-Haus, eher so ein bisschen wie ein Ork-Haus. Ja, und unten die Palisade habe ich aufgestellt, dass wir einmal rundherum auch ein bisschen Schutz haben. So, auf geht's. Ein bisschen Baumaterial wollte ich noch holen. Dann gehen wir gucken, dass wir noch rundherum noch ein paar Spikes aufstellen um unsere Palisade. Und dann würde ich gerne in dieser Folge auf jeden Fall auch noch schaffen, ein bisschen was am Anleger zu bauen und uns dann von da aus auf den Weg machen in dieser Folge auch noch. Einmal rüber zum Uralten. Zum Knochenwanst. Erstmal schauen, wie weit ist der Weg überhaupt, wie viel ist hier noch Wasser zwischen, wann kommt hier das Land und schauen, wie es bei ihm in der Nähe so überhaupt so aussieht beim Knochenwanstigen. Ob da viel Sumpf ist, ob es schlimm ist, ob wir da vielleicht ein bisschen erst noch was ebnen müssen, uns ein paar Wege anlegen müssen, so wie bei anderen Teilen im Sumpf auch. Aber das gucken wir an, gucken wir uns dann an. So ihr Lieben, jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. Hier hatten wir ja soweit alles, das ist ja das, was wir schon zusammen alles gebaut haben. Und was neu dazugekommen ist, ist halt jetzt einmal außenrum so ein umlaufender Balkon, der nur hält, weil ich ihn an bestimmten Punkten hier mit den umgebenden Bäumen abgestützt habe. Also wir haben ja ein paar Bäume hier in der Umgebung. Sonst ist das immer wieder abgebrochen und eingestürzt. Und so haben wir jetzt hier überall so ein paar Querstreben in den Bäumen an der Seite drin, was dem Ganzen so einen richtig, richtig guten Look gibt. Erst hat mir das gar nicht so gut gefallen, dachte ich, ob mit den ganzen unten, dass es alles nicht so symmetrisch und fein gearbeitet ist, wie ich es eigentlich ganz am Anfang geplant hatte. Aber wenn man sich alle Bäume hier drumherum anguckt, mit diesen knorrigen, verwundenen Ästen teilweise und so, und dann passt unser Baumhaus hier einfach perfekt rein vom Stil. Wir gehen jetzt auch einmal raus und gucken von außen. Weil wir auch einmal rum, sieht man dieses Dach hier. Ich muss es halt andersrum anbringen. Hier steht noch eine Ecke nicht ganz so schön. Müssen wir mal gucken, dass wir es von Anfang an noch besser gebaut kriegen vielleicht gleich. Wobei auch das stört nicht. Und halt hier unten jetzt unsere kleine Mini-Schmelze. Die ist aber nur ganz einfach. Die hätte ich so oder so einfach offscreen hingezimmert, weil es ist ja nur ein Palisadenzaun mit dem Dach drüber. Was ich aber auch gut finde, das gibt dem Ganzen irgendwie so einen martialischeren, sumpfbasigeren Look, finde ich. Das passt besser hier rein. Wir machen es auch erstmal Licht wieder an hier. So. Und guck mal jetzt, allein schon so, ne? Erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht warum, erinnert mich ein bisschen an WoW. Hier unten habe ich jetzt auch eine kleine Brücke reingebaut, damit wir uns hier auch ein bisschen bewegen können. Unter unserem Baumhaus. Und wirklich jetzt, guck mal, dass hier, wie das so wild zusammengezimmert ist und außen mit den Bäumen abgestützt. So wirkt es jedenfalls einfach wild zusammengezimmert hier unten. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja, unsere kleine Palisade drumherum halt. Und wenn man jetzt hier so ein Stück rausgeht. Und dann wirkt es aber auch schon einladend, ne? Mit den gelben Fackeln, sodass man sagt, oh, da oben möchte ich rein ins gemütliche Baumhaus. Raus aus dem ekligen Sumpf. Und ich finde es auch wirklich gut mit diesem, es passt einfach wirklich so rein. Auch mit diesen Querstreben und so hier an den Bäumen. Weil ich wollte um jeden Preis vermeiden, und möchte ich auch bei unseren zukünftigen Baumhäusern, dass wir irgendeine Strebe haben, die auf dem Boden läuft. Alles muss irgendwie über die Bäume laufen. Das ist mir immer wichtig, wenn ich ein Baumhaus baue. Es gibt irgendwo einen Aufgang, das ist der einzige Punkt, wo es verbunden ist, damit man raufkommt aufs Baumhaus. Und dann muss es aber im Baum sein. Für Sicherheitsgefühl. Damit ich mir sage, die können uns nichts abreißen, keine Stützen können abgerissen werden, keine Pfeiler können abgerissen werden und es kann auch keiner irgendwo hochklettern. So, wir hängen hier oben frei im Baum. Irgendwo wollte ich noch ein paar Spikes aufbauen. Renne ich schon wieder rein. Ist noch gar nicht fertig, alles geschlossen hier. Wir werden noch immer noch ab und zu Besuch kriegen wir hier. Und dann möchte ich, dass die wenigstens zum Teil an den Spikes hier zerplatzen.
Kernholz? Ach, Kernholz. Kernholz haben wir doch aber hier. Ich wollte eigentlich auch Kernholz mitbringen. Habe jetzt nur normales Holz mitgebracht. Aber wir haben auch Kernholz hier oben. Ich finde es auf jeden Fall gut, Leute. Ich finde das sehr schön. Wenn wir gleich noch die Kamine hier aufhängen, unsere Kohlepfannen. Wo ist denn hier? Das ist doch Kernholz. Oh, wir tragen zu viel. Lassen wir mal das Edelholz hier. Edelholz haben wir auch viel hier. Erstmal alles hierher geschleppt. Kernholz und normales Holz. So, was ist das für ein Geräusch? Und hier raus versuchen wir so einen kleinen Anleger zu machen. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ob wir hier dann auch vielleicht viel Stein brauchen, um was aufzuschütten. Wenn es nicht ganz so gut klappt, dann fahren wir trotzdem erstmal los in dieser Folge auf jeden Fall. Weil Zeit zum Bauen haben wir dann immer noch. Und, ne? Aber ich möchte auf jeden Fall gucken, wie es da drüben beim Knochenwanst aussieht. So, hier können wir jetzt aber noch ein paar Spikes gebrauchen. Ruhig so hier. Diese Bäume können leider gefällt werden. Die sind nicht unzerstörbar wie die anderen. Bis auf was, dass die keinen Schaden nehmen. Weil die sind alle wichtig. Die sind wirklich alle tragend. Au! Au, au, autsch! Das heißt, wenn die mal zu viel Schaden, wenn hier, sollte jemand, wenn es sowas gibt im Sumpf, ein Troll vorbeikommen und der haut hier irgendwie diese Bäume um, dann haben wir doch ein Problem mit unserer Basis. Mit unserem super sicheren Baumhaus. Die anderen Bäume sind alle unzerstörbar, diese dicken hier. Die gehen nicht kaputt. So, hier auch noch ruhig eine zweite Reihe. Und hier was Wasser, von der Wasserseite kommen sie, glaube ich, nicht so wirklich. Wir stellen die trotzdem mal ein bisschen was hin. So. Ja, das müsste, das ist aber, das ist. Hier kommen noch so. Achso, jetzt hier können wir nicht mehr bauen. Oder sind wir nicht im Bauradius? Sind wir nicht im Bauradius? So, alles klar, das soll reichen. Gucken wir mal, was haben wir hier unten? Wir brauchen jetzt für diese Kohlepfannen, die wir jetzt aufhängen wollen, ganz wichtig, für die Gemütlichkeit, brauchen wir Kohle, Bronze und Ketten. So, Bronze. Wir brauchen das und das und wir brauchen hier drüben unsere Schmiede. Dafür muss ich nämlich das Eisen hier herholen, um eine Schmiedewerkbank hier aufstellen zu können. Bronze. Und gleich nochmal 5 Bronze. Und nochmal ein bisschen Bronze. So. Das muss ja reichen jetzt. Ich habe gleich geguckt, wie viel brauchen wir denn? 5 immer tatsächlich? Brauchen wir 5? Moment, brauchten wir 5? 5 tatsächlich. Und wir brauchen volle 15 Bronze. Kriegen wir die überhaupt zusammen? Kriegen wir nicht zusammen. Es fehlt genau einer. Ah, es fehlt genau einer, um alle 3 Kohlepfannen aufzuhängen. Hängen wir erstmal 2 auf, eine links, eine rechts. Mitte wartet dann erstmal. So, dann brauchen wir noch Kohle. Ach so, Kohle haben wir auch hier unten. Haben wir doch hoffentlich noch hier unten. Ja, ein bisschen Kohle. Überladen. So viel brauchen wir ja auch gar nicht. Nehmen wir nur 10 mit. Reicht auch. Okay, Leute, wir kriegen hier endlich einen Kamin hier oben rein. Da können wir uns endlich auch ein bisschen aufwärmen hier. So, ich hatte mir auch noch überlegt, außerdem. Das müssen wir erstmal sowieso wieder wegnehmen, sonst sehen wir ja gar nichts hier. So, hier drüber habe ich zum Beispiel ein Dach so gemacht, damit es nicht, damit das Feuer nicht ausgeht. Sonst regnet es ja in der Mitte rein. Und ich habe überlegt, dass wir hier hoffentlich lässt sich das verbinden. Ja. Damit die alle nach Möglichkeit auf derselben Höhe angebracht werden. Nämlich alle an diesem Pfeiler, an diesem Dings. So, und die Kette brauchen wir noch. Achso, und die Schmiedewerkbank muss tatsächlich in der Nähe sein. Oh. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Na gut, dann holen wir die hier rauf, die Schmiedewerkbank. Das ist das kleinste Problem. Komm her, Schmiedewerkbank, du wirst hier oben gebraucht. Stein, wir haben alles eingesammelt. Nur Holz und Kupfer. Ach, Kupfer braucht man dafür. Was habe ich denn das Eisen geholt? Na, für irgendwas wird schon gut sein. Wenn nicht, verschiffen was nach Hause. So, Schmiedewerkbank. Herstellung. Dann können wir die theoretisch auch fast hier oben lassen, ne? Warum nicht? Komm, du kannst hier innen am Baum sein. Das passt auch mal. Oder könnten auch die Bänke stehen, ne? Ne, wir machen die danach wieder runter, die Schmiedewerke. Weil die kann da unten in der Schmiede stehen. Das passt schon. So, okay, jetzt haben wir aber alles dabei. Möbel.
Was habe ich die Bronze da in die Kiste getan? Ah, Bronze! So, jetzt haben wir alles dabei. Sehr schön. Kohlepfannen werden aufgehängt, die ersten zwei. Dann sehen wir auch gleich, ob unser Schornstein einigermaßen funktioniert. Hier sollst du hin. Und so ungefähr mittig stehen wir wieder im Weg rum. So. Hängt etwas zu hoch. Hängt viel zu hoch. Die müssen hier unten hängen. Okay, wir müssen das viel niedriger anbringen. Sehe ich gerade. Unseren Stützbalken hier zwischen. Der muss viel eher hier auf der Höhe sein. Und der andere kann auch da drüber bleiben, das macht nichts. Der kann ruhig da bleiben, der stört jetzt nicht. So, Möbel. Ja, das passt besser. Da hängst du. Na? So, machen wir die Wände schon mal wieder zu hier oben erstmal. Super, Gemütlichkeit hält ein bisschen Einzug in unserem Baumhaus. Du musst hier wieder weg. Erstmal, wenn nicht, ja, stellen wir noch eine zweite da oben irgendwann auf. Müssen wir noch mal ein bisschen Kupfer hierher schleppen. So, Schmiedewerk machen wir erstmal wieder in die Ecke. Alles klar. Ist hier nicht alles repariert? Ja, die Treppen stehen auch im Regen, aber der Rest hier ist doch überdacht. Oh, ich habe vergessen zu reparieren, nachdem ich es gebaut habe. So, was haben wir hier jetzt noch drinne? Zinn können wir noch einschmelzen, Eisen haben wir noch und Kohle haben wir noch ein bisschen. Nehmen wir gleich mit hoch, um die Kohlenpfannen aufzufüllen. Und das lassen wir alles hier unten drin. Ja, das passt so. Alles klar, ab nach oben. Wir brauchen ein bisschen Edelholz. Kernholz erstmal hier rein, normales Holz hier rein, erstmal sortieren. Das ist Kernholz, Kernholz, normales Holz, Edelholz. So, Edelholz brauchen wir für Bänke zum Beispiel. Dann könnten hier erstmal gemütlich zwei Bänke stehen. Hat schon was. Drittes Feuer noch hier drin. Vielleicht reicht aber auch tatsächlich eine Bank zentral, stelle ich gerade fest. Sie würde besser aussehen. Einfach eine Bank hier so. Gefällt mir besser. Alles klar. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch das hier. Müssen noch was aufhängen können hier oben. Und zwar da. Und, oh, da geht nicht. Ist rot. Warum? Untere ist orange. Der untere hält es noch, der obere nicht. Jetzt ist es grün. So, da können wir noch wieder Sachen dranhängen. Das nehmen wir, bringen wir auch gleich mit. Ab nach Hause. Und dann können wir uns eigentlich schon die Sachen auch mitnehmen für ein Langschiff, das Baumaterial. Das meiste müssen wir eigentlich schon drüben haben. Wir haben Edelholz ganz viel jetzt schon drüben. Und wir haben die Eisennägel haben wir noch hier alle. Bronzenägel haben wir drüben. Eisennägel kommen mit. Und was brauchen wir noch? Alte Rinde, ne? Wie viel braucht man da? Weiß ich nicht. 30, 40, 50. Wir nehmen mal 40 mit. So, Ketten nehmen wir auch mit rüber, ruhig trotzdem wieder. Edelholz, das, das, das. Alles klar, legen wir uns einmal in unser Schlafzimmer. Hier zu Hause. So. Dann nehmen wir noch zwei Hirschtrophäen mit. Und wir müssen auf jeden Fall da drüben auch ein paar Banner aufstellen und so. Aber alles nach und nach, was dann noch Deko angeht. Dann fahren wir, bevor wir das machen, fahren wir auf jeden Fall erstmal los. Aber Hirschtrophäen nehmen wir jetzt noch mit. Die nehmen wir uns jetzt noch mit. So, Hirschtrophäe. Zwei Stück. Und vielleicht auch hier mal so Wildschwein nochmal. Nehmen wir auch ein paar mehr mit.
Hier brauche ich auch nochmal zwei Hirsche mehr mit. Wir können dort drüben noch mehr Trophäenhalter bauen. So, das haben wir. Okay, auf geht's. Ausgiebig frühstücken. Dann geht's los. Wir haben jetzt auch nur noch drei Portale. Ein Portal heißt Sumpf, die aktiv sind jetzt. Das ist unser altes Sumpfportal, was hier drüben ist. Das bleibt auch erstmal noch eine Weile stehen, weil hier ist immer noch ein Stück nicht aufgedeckt. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Krypten zu entdecken, die wir dann auch noch abbauen können. Das hier ist dann die zweite Portal Baumhaus. Das dritte Portal ist hier Händler. Und dann haben wir noch zwei Portale, ja, da stehen zu Hause Reise 1 und Reise 2. Die waren immer auf unseren Ausflügen so aufbauen können, spontan. Und dann mal gucken, was wir davon behalten. Oh, ich habe nichts repariert. Reparieren wir zumindest mal die Ausrüstung. So. Hirschtrophäe. Komm her. Sehr schön. Hängt gerade so unterm Dach. Das passt. Dann brauchen wir hier drin vielleicht auch einen Tisch. Warum nicht? Lieber so rüber, ne? Hier lieber so, am mittleren Fenster. Zack, da können auch zwei Bänke stehen. Sehr gut. Gefällt mir auch. Dann kann hier vielleicht, mal sehen, ob es hier drüber passt. So einigermaßen in der Mitte. So. Da kann ja dann Wildschweinkopf hängen. Weg damit. 7. Der passt da auch hin. Über der Tür vielleicht sogar auch einer. Warum nicht? Fehlende Voraussetzung. Kein Edelholz mehr. Alles klar. So, guck mal. So kriegt das doch hier schon ein bisschen. Vielleicht könnte hier sogar noch ein Tisch stehen. Und hier könnte auch was über dem Tisch hängen. Wir brauchen noch Edelholz. Edelholz oder kostbares Edelholz. Wie viel haben wir noch? Okay, wir haben gar nicht mehr so viel. Nehmen wir erstmal die 25. Brauchen wir auch immer für unsere Portale. Ich weiß gar nicht, ob das Schiff auch gleich welches braucht. Komm, hängt da ruhig auch nochmal ein Wildschwein. Ja, näher ran. So. Guckt hier beim Essen zu. Alles klar. Doch, Leute, das ist doch schon gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir den wieder weg. Machen dann eins über die Tür und da in der Mitte hängt noch ein Schild. Dann müssen wir natürlich noch bauen, aber dann kann da ein Schild hängen. So, dann kommt hier ein Schild hin zum Beispiel. Und über die Tür kommt auch noch was. Vielleicht auch ein Schild. Dann haben wir Wildschweinköpfe und Schilder hier so ein bisschen im Wechsel. Das ist nicht schlecht. Und dann hat das schon was hier. Guck, vielleicht könnt ihr in der Mitte auch noch irgendwo, hat sie ja gesagt, hier vielleicht einfach so. Einfach noch so eine Bank stehen. Und hier kommt schon auch noch ein Tisch hin. Und dann sieht es gar nicht schlecht aus. Unser Baumhaus, wenn da noch mehr Sachen an den, die restlichen Sachen noch an den Wänden hängen und so weiter. Dann ist das hier schon gar nicht übel. Vielleicht hängen wir auch irgendwo ein paar Kisten einfach nur auf. Vielleicht kommt doch noch die Schmiedewerkbank hier oben rein. Aber allein das hier bringt schon so viel. Und unser Kamin funktioniert. Wunderbar, zieht alles durch die Mitte raus. Welt gespeichert. Okay, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Jetzt kurz gucken, was brauchen wir. Erstmal zurück. Erstmal zurück. Dafür gibt es die Portale. Sachen wieder in die Hauptkisten schmeißen. Und dann gucken, was wir genau brauchen, um ein Langschiff zu bauen. Unser nächstes Drachenboot. Das bauen wir dann da drüben natürlich. Und dann können wir von da aus direkt losschippern. So. Du gehst immer wieder hier rein. Und du gehst wieder hier rein. Das dahin. Den Rest brauchen wir alles drüben. Okay, auf geht's. Das restliche Baumaterial haben wir auch drüben. Nur die Trophäen zurückbringen. Und los geht's.
Oh, ich bin sehr, sehr zufrieden dort mit unserem Baumhaus. Super, super cool. Das wird jetzt, glaube ich, unser neuer Spot, wo wir uns die meiste Zeit aufhalten. Müssen hier für mehr Gemütlichkeit sorgen. Müssen hier auch noch den Rabenthron aufstellen hier in dem, Oder brauchen wir Eisen, ne? Aber Eisen haben wir ja hier auch. Stellen wir hier irgendwo noch den Rabenthron auf. Und mal gucken, ob wir das Portal doch hier oben drin lassen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool so am Baum. Ah, mal gucken. Okay, was brauchen wir jetzt, um so ein Boot bauen zu können? Wir brauchten dafür 10 Hirschfell. Die haben wir nicht. Edelholz 40 und 40 uralte Rinde. Und 10 Hirschfell. Haben wir Hirschfell hier irgendwo? Nee, natürlich nicht. Na gut, packen wir das mal kurz hier rein. Nägel, Nägel, das, das. Kohle hier oben rein. Edelholz hier oben rein. Normales Holz. Hier ist das Kernholz. Normales Holz hier raus. Gucken wir erstmal nach, wie wir überhaupt anfangen. Ob wir hier irgendwie einen Anleger bauen können, so halbwegs schon. Irgendwie so ein bisschen was, was wir rausmogeln ins Wasser. Sumpfbasis. Dann müssen wir doch unsere Palisade gleich weiter rausziehen. So, ich würde sagen, aber hier können wir wahrscheinlich gleich nicht mehr weiter groß aufschütten. Nee, da müssen wir dann mit Steinen. Oder wir bauen hier doch nur so einen ganz, ganz einfachen Anleger. Das reicht ja, wir haben ja schon richtig viel investiert in unser schönes Baumhaus. Mal gucken. Wenn wir die jetzt hier einfach, genau, einfach so. Zu weit. Machen wir erstmal so und gucken wir mal, wenn wir jetzt von hier aus vielleicht höchstens noch 2 weiter rausgehen, dann könnte es passen, dass wir nah genug ranfahren können. So flach ist es hier schon, hier wird schon gleich tief genug. So, gehen wir von hier aus 2 weiter raus. Würdest du bitte mal den hier dran setzen? Wie ist das gehört? Warum macht er den da nicht einen halben jetzt vielleicht? Warum macht er den da nicht unten drunter? Ah, geht doch. Du weg. Und hier drüben. Wir hatten es gerade, wir hatten sie erwartet, wollte es anbauen. Nein. Warum nicht? Ah. Steht halb auf dem Boden. Reicht uns. Verbinden wir das vorne noch? Ja, machen wir ruhig. Sehr gut, das wäre schon unser Mini-Anleger hier. Wo habe ich die denn jetzt hingebaut? Da. Ganz unter Wasser. So. Jip, jip, jip. Müssen auf jeden Fall überdachen. Hier regnet es die ganze Zeit. Es geht ständig dann sonst zur Hälfte kaputt hier. Alles. So, also brauchen wir. Brauchen hier ein Dach drüber. Das ist natürlich ein sehr kleiner Anleger, aber egal, das passt schon hier für unser Camp hier. Mal ruhig ganz außen. So und so und so
Und... Nee, falsch. Noch einen halben drauf. Und dann gehen wir mit der Dachschräge, aber... Also nach hier raus, damit das Dach nicht so hoch wird. Dann haben wir auch kein Problem, nah genug ranzufahren. So, so. Gucken, wie es aufgeht. Schön, geht gut auf. Na, geh da ran. So, sehr gut. Und... Nee, falsch. Sehr schön. Da kann noch so ein kleines Kreuz hier in die Mitte oben rein. Da eins und da eins. Sehr schön. Das dürfte dann schon unser kleiner Anleger sein. Schnell verbinden. Kein Bauholz mehr. Aber noch welches oben, ja, ne? Oder ich glaube, ich habe alles normale Holz mit rausgenommen jetzt, ne? Ja, ist nur noch Kernholz und Edelholz. Okay, müssen wir mal einmal normales Bauholz holen. Und dann bauen wir aber doch jetzt unser Schiff, bevor wir hier weitermachen. Den Rest können wir dann auch noch, wie gesagt, nächstes Mal bauen. Ich möchte nämlich einmal drüben Blick riskiert haben in dieser Folge noch. Und dann können wir, wie gesagt, in der nächsten Folge auch noch ein bisschen was bauen, weil wir werden den Knochenwanz auch in der nächsten Folge noch nicht direkt angehen, würde ich sagen. Dann bereiten wir uns noch ein bisschen vor. Und beim Vorbereiten können wir auch unsere Baumhausbasis noch ein bisschen weiter dann vorbereiten. Auch unseren Anleger noch ein bisschen schick machen. Vielleicht so Signalfeuer mal aufbauen. Das mich jetzt total interessiert. So, alles klar. Und los geht's schon wieder. Nur ein bisschen Bauholz holen. Und zurück. Zack. Das passt auch so, das passt auch so. Mit, genau mit so einem kleinen, einfachen Anleger hier passt das perfekt. Achso, hier innen brauchen wir dann vielleicht... Zumindest an den dreien sage ich jetzt mal nichts. Und da machen wir dann Treppen dran. Und dann kann der Rest hier ruhig schon ohne Holzboden sein, einfach... Matschiger, schlammiger Boden. Das passt genau. Zack. Nee. So. So und so und so. Sehr gut. Einmal alles reparieren. Das ist gut und hier stellen wir, hier bauen wir jetzt unser Schiff auf dann. So, weg mit dir, weg mit dir. Wir brauchen Edelholz. Edelholzrinde. Wir brauchen 40 Edelholz, 40 Rinde, 10 Hirschfell, das ich immer noch nicht geholt habe. Und 100 Nägel. Und dann haben wir es. Lass mich los. Gleich wieder alles reparieren und vorbeikommen. So, 10 Hirschfell. Mitkommen. Rest haben wir drüben. 40 Edelholz, 40 Rinde, 100 Nägel, Hirschfell.
Ja, wir haben alles hier, wir haben alles hier, wir haben alles hier. So, wir haben Edelholz, was war normale Holz raus jetzt wieder hier. Edelholz haben wir 40 Stück. So, wir haben uralte Rinde 40 Stück, wir haben 100 Nägel. Was war's? Hirschfell, das, 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 alles klar. Langschiff Nummer 2. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Perfekt. Okay, ihr Lieben, da ist unser Langschiff Nummer 2. Wir sind auch soweit von uns vorbereitet. Wir müssen noch mehr Essen mitnehmen eigentlich, ne? Dass wir nur einmal rüberfahren wollen. Noch einmal zurück. Ja, in dieser Folge sind wir aber echt nur durchs Portal gesprungen hier. Aber dafür gibt es Portale. Also wir sind wohl noch nie durchs Portal hergerannt. So, wir nehmen uns noch ein bisschen mehr Essen mit. Wir essen auch gleich nochmal was. Das weg, das weg, das weg. Dann nehmen wir uns gleich nochmal 5 neue hiervon mit. Oh, davon haben wir keine mehr zum Nachfüllen. Und Wurst haben wir noch genug. So. Ich bin gespannt, ihr Lieben. Wir werden einen ersten Blick da drüben hinwerfen. Jetzt mal gucken, wie überhaupt, wie hoffentlich können wir, haben wir vor, wir haben wenigstens guten Wind. Und ich freue mich auch so über unser Baumhaus, ne? Es war ja wirklich schwer, schwer zu bauen. Gerade der umlaufende Balkon, das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber wie oft das immer abgestürzt und eingebrochen ist. Aber auch hier war es nicht so einfach, das abzustützen vernünftig. Und ja, dafür sieht es jetzt so, gefällt mir so richtig, richtig, mir gefällt es richtig, richtig, richtig gut. So. Was geht am meisten um den Sachen, die man selber baut? Sie gefallen einem richtig gut. Hopp. Das geht auch gut. Wir passen uns an unserem Dach durch. So. Und auf geht's. Ich würde sagen, wir haben guten Wind. Müssen uns nur gleich erstmal richtig in Position bringen. Autsch! Nichts passiert. Kleiner Parkrempler. Ebenen? Was für Ebenen? Wieso bin ich in irgendwelchen Ebenen? Hier sind keine Ebenen, das ist Sumpf. Ebenen? Wir sind auf dem Wasser. Na super, Ozean. Wieso sind da im Nichts Ebenen, Leute? Jetzt sind wir in Ebenen gewesen. Das heißt, wenn jetzt Wellen kommen, kommen die aus den Ebenen, ne? Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Wahrscheinlich kommt ja gleich als erstes eine Welle, weil immer wenn man ein neues Gebiet kommt, sofort eine Welle eigentlich auch. Oh Mann! Mitten im Wasser sind Ebenen! Das kann nicht sein! Fängt gut an! Fängt gut an! Jetzt haben wir die Ebenen an der Backe. Weil der Knochenwanz wohnt doch im Sumpf. Und da drüben vor allem. Da waren ja jetzt nirgendwo Ebenen. Wie denn auch? Wir waren mitten auf dem Wasser. Beziehungsweise, ne, gerade am Ablegen, direkt vom Sumpf. Ebenen. So. Hoffentlich überstehen wir jetzt. Wenn jetzt irgendwo, wenn jetzt eine Welle kommt, also an einer unserer Basen, dann können wir die, glaube ich, gar nicht überstehen jetzt mehr. Weil das Spiel einfach mitten im Ozean die Ebenen parkt. Okay, wir kommen gar nicht so nah ran. Oder sind das jetzt die Ebenen? Sind das die Ebenen? Sieht so anders aus ein bisschen. Sieht nicht aus wie das normale Grasland. Ja, das sind jetzt hier Ebenen, aber da kann uns die Leute da drüben schon anzeigen. Oh, wie gefährlich, Leute. Aber der wohnt doch nicht in den Ebenen, der Knochenwanst. Ebenen. Wir haben ein neues Biom entdeckt, das heißt, wir kriegen Angriffe aus den Ebenen.
Aber jetzt auch, was ist das denn da? Da brennt irgendwas. Oh Mann, das wollte ich die ganze Zeit vermeiden, ne? Dass wir in ein neues Biom eigentlich geraten. Immer extra angehalten. Wenn ich irgendwo was gesehen habe. Letztes Mal auch, wir haben mal was gesehen, wo ich gesagt habe, da müssen wir, dürfen wir nicht reinlaufen. Und da, wo ich gesagt habe, wo ich gedacht habe, eventuell im Dunkelwald, wo ich sowas wie eine Schneegrenze gesehen habe, auch da laufen wir nicht rein in die Schneegrenze. Und jetzt mitten beim Rüberfahren übers Meer kriegen wir hier Ebenen angezeigt. Das heißt, wieder, wenn jetzt eine Welle kommt, kommt die von hier, ne? Jedenfalls war es, bin ich der Meinung, beim ersten Mal so. Als wir das allererste Mal in den Sumpf gestolpert sind, kam danach sofort eine Welle aus dem Sumpf. Ich weiß es aber, vielleicht müssen wir auch den Knochenwanst erst besiegen. Ich hoffe, wir können da überhaupt ranfahren an den Knochenwanst. Es ist auch noch richtig dunkel hier. Ich hoffe, wir können da überhaupt ranfahren zum Knochenwanst. Man sieht auch nichts. Ah. Wir hätten vielleicht darauf achten sollen, dass wir früh morgens losfahren. Es ist natürlich wirklich ziemlich, ziemlich dunkel und man sieht wirklich nicht, wie weit da vorne jetzt irgendwas kommt. Ich glaube, taucht aber schon was auf wieder. Können wir jetzt irgendwo zwischendurch rumfahren? Wir machen mal so, wir fahren jetzt mal so. Noch ein bisschen weiter rum. Vielleicht war es ja nur eine kleine Ebeneninsel da und wir kommen jetzt hier hinten rum trotzdem zum Knochenwanst und zu einem Sumpfgebiet. Aber jetzt habe ich natürlich Sorge, Leute, wenn wir jetzt wirklich, wenn das jetzt wirklich so ist, dass wir einen Angriff jetzt aus diesem neuen Biom kriegen können, dann sind wir dafür gar nicht gerüstet. Fürchte ich einfach mal. Kurs, jetzt Kurs auf den Knochenwanst. Da hinten, da sieht, da taucht Sumpf auf. Sehr schön. Der Sumpf des Knochenwanst. Wir kommen drauf zu. Wir haben diesmal auch kein Reiseportal mitgenommen. Ich dachte aber auch, dass wir einfach eine gerade Strecke rüberfahren können. Ich habe nicht erwartet, dass dazwischen nochmal Ebenen sind. Ich dachte, wir fahren hier eine gerade Strecke rüber. Aber auch so ist der Weg nicht so weit. Deswegen, da brauchen wir jetzt noch kein Reiseportal. Wir müssen eh zurückfahren. Weil wir nach dem ersten Blick riskieren. Aber hier kommen wir auf jeden Fall auf das Festland vom Knochenwanst. Okay, die Überfahrt dauert nicht wirklich lange. Und dann werden wir uns hier ein bisschen umschauen. Ein bisschen in seine Richtung stiefeln. Gucken, wie schlimm das Gelände hier so aussieht. So, versuchen wir einen gemütlichen, gemütlichen Platz zum Anlanden hier zu finden. Hier sieht es doch aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Rennen aber irgendwelche Drauger im Wasser rum schon. Welche Skelette kommen auch schon angewackelt. Aber wir wissen ja, wir müssen uns da jetzt nicht so viel Sorgen machen. Die können 2,5 Wochen auf unser Schiff einhauen. Deswegen werden wir uns erstmal ganz in Ruhe anlegen und uns dann um die Knochenköpfe kümmern. Ne? Ja, genau. Au! Aber nicht auf mich schießen! Ich sitze hier wehrlos am Ruder. Ihr dürft erstmal bitte das Boot angreifen. Das hat schließlich richtig viel Lebensenergie. Und hält von euch Standardviechern ganz viel aus. So. Hier können wir doch stehen, ne? Oh, speichern. Komm erstmal her, du. Und dann kommt ihr erstmal her, hier. Genau. Oh. Ah, das ist richtig gut. Das habe ich letztes Mal erst ausprobiert. Das hat auch einen Sekundärangriff, so wie das Schwert hier. Und dann haut man die mit einem Schlag, wenn man sie trifft. Wir können natürlich aber auch den Kriegshammer der Vernichtung auspacken. Oh nein, da kommt schon ein Blob angehüpft. Und die
Trauger sind auch nicht fern. Zum Glück werden die alle nach hinten gepusht von dem Ding. Kann man sich ein bisschen vom Leib halten. Weg mit euch. Da kommen die nächsten angeschleimt. Oh, zwei Sterne. Den Knochenmann erwischt gleich nebenbei. Das ist so eine gute Waffe für den Sumpf. So. Okay. Ich glaube, wir sind erstmal angekommen. War noch nicht ganz. Da rennt noch einer. Ah, ein bisschen flach. So, weg ist auch der. So, wir sind erstmal angekommen hier drüben. Irgendwer beißt da rein. Hörst du mal auf, da rein zu beißen? Oder sind wir hier gerade auf den Boden gekommen? Kann auch sein. So ein bisschen. So, ihr Lieben Leute, wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Doch, wie es länger gedauert, schafft man nicht mehr ganz die Erkundung jetzt, die ich noch mir vorgenommen habe. Ist aber nicht so schlimm, wir sind hier drüben. In der nächsten Folge gehen wir dann einfach von hier aus los. Schauen uns ein bisschen beim Knochenwanst im Gebiet um. Gucken da einfach allgemein, was hier so zu entdecken ist. Und fahren dann wieder rüber zu unserem schönen Baumhaus. Und hier bauen wir uns dann nur einen kleinen Außenposten mit unserem Reiseportal wieder, um den Bosskampf zu erledigen. Und hier drüben bleibt aber unser wunderschönes Baumhaus. Hier haben wir noch die ganzen Krypten, alle nicht geerntet, sozusagen. Und da haben wir auch die Surtling-Spawner vor der Nase. Das passt also. Was haben wir hier noch? Ach, die Schlundegel-Trophäe. Okay, ihr Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, einen Kommentar, einen Daumen nach oben, freue mich darüber riesig. Und wenn ihr in Zukunft gerne mehr Let's Plays, mehr Projekte, mehr Sachen sehen wollt von mir, lasst ein Abo da. Da würde ich mich wirklich am allermeisten darüber freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.